Der fünfte Satz, der Entscheidungssatz in diesem Halbfinale Herrn CW Cäsar Roth, Tischtennis-Stadtmeisterschaft am Sonntag, 18. November 2018. Martin Goldstein, Arnheim, Unterfranken. Geht hier beim Seitenwechsel in Führung. Da ist ein Bild. Rückhand rot, Noppen zwecks Verteidigung. Eben gesehen. Da hat er natürlich schon ein paar spezielle Bewegungen drauf. Nicht zu dem ganz normalen Unterschnitt, wie man ihn vom klassischen Verteidiger kennt. So eben gerade mal einen gesehen, der so eher klassisch war. Da nutzt man natürlich die Rotationsmöglichkeiten, die so ein Spezialbelag bei entsprechender Schlagtechnik bietet. Und damit hat der Niggi so seine Schwierigkeiten. Die ersten zwei Sätze hat er klar verloren, relativ klar. Goldi auch richtig gut drauf. Bringt eine Menge Bälle zurück. Eben gesehen. Der war dann doch einer zu viel. Beinarbeit könnte noch besser sein, aber da darf man sich nicht beschweren. Es ist schon erstaunlich, was er da fischt, obwohl er nicht wirklich wieselmäßig unterwegs ist. Nein, das machst du nicht. 9-4 habe ich verstanden. Kann aber auch 9-7 gewesen sein. 9-4-10, das ist dann wohl gelaufen. Ja, einen Satz hat er schon vergeigt. Am Schluss 10-12, sonst wäre es 3-0 ausgegangen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, bei 10-6 bleiben immer noch 4 Möglichkeiten. Da fällt dem Goldi schon was ein. Ja. Die Angst vor dem Gewinn. Ja. Die Vorhand klappt überhaupt nicht. Die hätte ich jetzt einfach mal ab 10-4 weggelassen. 18. Nur noch 8-10. Ja, dann doch. 11-8 im fünften. Und es gibt ein Finale, sieht ja nach kurzer Pause, Martin Goldstein Arnheim gegen Kevin Grigi, Neuhof an der Zenn. Der ist hier im Bild. Der hat schon das Doppel gewonnen an der Seite von Mark Fischer gegen Meier und Schneider. Ein letztes Video also noch und dann vielleicht noch eine Siegerehrung. Dann hat auch der Kameramann wieder Feierabend. Das heißt, genau genommen geht dann die Arbeit erst los. Die Videos laden auf externe Festplatte, die Videos beschriften. Und zwar unverändert, nicht nachbearbeitet, nicht geschnitten,
So wie sie auf dem Chip sind, so kommen sie auch auf YouTube. Ich empfehle aber an dieser Stelle unter anderem. So, das ist Spiel für heute zwischen 8, Herren 1, Endspiel, Goldstein und Lydia. Also ich empfehle da meine lieben Freunde von Matchball TV zum Beispiel, die selbstverständlich mit meiner Erlaubnis und sogar auf meinen Wunsch hin sich hin und da mal die Mühe machen, ein paar Videos von mir profimäßig zusammenzuschneiden mit Best-of, mit Nameneinblendungen, sodass das richtig schnuckelig ausschaut. Also für die Ästheten, für die, die das so gewohnt sind von den Profikanälen her, die kriegen ja auch Geld dafür, hoffe ich mal. Ich nicht. Ich arbeite seit 1991 videomäßig im Tischtennisbereich. Unentgeltlich. Gab es zwischen den einen oder anderen wohlwollenden Unterstützer. Allen voran natürlich Bernd Behringer, der Manager vom TV Hildburstein. Da habe ich meine beste Arbeitsmöglichkeit. Und jetzt müssen wir uns hier ausklinken, denn das soll natürlich ein neues Video werden. Das Finale Goldstein links gegen Kevin Krieky rechts. Zu googeln unter Suchwort Reinhard Steinbrecher, Goldstein, Krüger, der schreibt sich K-R-Y-G-I-E-R, rot. Alles klar, Herr Kommissar?